Will Soros die amerikanische Justiz beeinflussen? In vielen Staaten manipuliert George Soros über seine Stiftungen, Politik und Bildung. In den USA ist er aktuell dabei, die Justiz in seinem Sinne zu beeinflussen. Im amerikanischen Rechtssystem werden Richter und Staatsanwälte von den Parteien aufgestellt und vom Volk gewählt. Bis zur Vorwahl Mitte Mai 2017 unterstützte Soros beispielsweise finanziell seinen bevorzugten Kandidaten Larry Krasner, der sich bei der Nominierungswahl zum Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia für die Demokraten aufstellen ließ und gewann. Bis zur Unterstützung durch Soros war der bis dahin noch nie als Staatsanwalt fungierende Kandidat chancenlos. Die gleiche Methode hatte Soros auch in Houston angewandt. Damals pushte er einen ehemaligen Richter zum Bezirksstaatsanwalt. Es ist immer dasselbe Spiel. Ein Kandidat, der politisch auf der gleichen Linie des Milliardärs liegt, wird mit hohem Kapitaleinsatz unterstützt, um die Wahl für ihn zu entscheiden. Indem er gleichgesinnten Staatsanwälten ins Amt verhilft, kann Soros die Strafverfolgungspolitik im Land somit beeinflussen. Doch es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Dies wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Diese Erkenntnis müsste heute aber eigentlich noch ergänzt werden wie folgt. Es ist nicht genug zu wissen, man sollte dieses Wissen auch weitergeben und umsetzen. Denn es nützt wenig, wenn nur wenige die Machenschaften der Globalisten, Strippenzieher und Kriegstreiber durchschauen. Erst wenn diese Zusammenhänge der breiten Öffentlichkeit bekannt sind, können diese Strippenzieher ihr Spiel nicht mehr so einfach weitertreiben. Verbreiten Sie, liebe Zuschauer, diese Sendung am besten gleich heute noch an wahrheits- und gerechtigkeitsliebende Mitmenschen weiter. Besten Dank. George Soros, US-amerikanischer Investor ungarischer Herkunft, ist einer der großen Drahtzieher der internationalen Politik. Sein mächtiges Stiftungsnetzwerk soll nach eigenen Angaben Demokratie und Freiheit fördern. Klagemauer TV klärte bereits in etlichen Sendungen über die Realität dieser Versprechen auf. Nach Soros Beteiligung am Umsturz in der Ukraine scheinen nun besonders die Länder auf dem Balkan ins Visier geraten zu sein. Dieses wird in jenen Ländern, ob in Ungarn, Serbien, Rumänien, Mazedonien oder in Bulgarien, nicht gern gesehen. Am 17. Februar 2017 berichtete die Berner Zeitung, die drittgrößte abonnierte Tageszeitung der Schweiz, über diese Balkanländer Folgendes. In Mazedonien habe der langjährige Regierungschef Nikola Gruevski erst kürzlich behauptet, die Soros-Leute, so bezeichnet man die Umsetzer der Agenda von George Soros, stifteten zu Vandalismus und Anarchie an und riefen barbarisch zu gewalttätigen Demonstrationen gegen seine Regierung auf. In Balkanländern werde öffentlich behauptet, der Milliardär setze sein Vermögen zur Destabilisierung dieser Länder ein. Auch würden die Soros-Leute den regierungskritischen Demonstranten in Rumänien, Serbien und Mazedonien Tagegelder für ihre Teilnahme geben. In Bulgarien wie in Serbien veröffentlichten auch seriöse Medien lange Listen von Organisationen, die Geld der von Soros 1984 gegründeten Open Society Foundations erhalten. Diese äußerst beunruhigenden Meldungen wurden nun von der Berner Zeitung als angebliche Verschwörungstheorien abgetan, die in den Balkanländern kursieren würden. Doch die Berner Zeitung lieferte keine Gegenbeweise, sondern verschwieg im Gegenteil dabei wichtige Hinweise wie folgende. In einer Petition, die bereits von beinahe 20.000 Amerikanern unterschrieben wurde, wird US-Präsident Donald Trump aufgefordert, einen Haftbefehl gegen den US-Milliardär George Soros zu veranlassen, weil dieser, so wörtlich in der Petition, Menschen für die Teilnahme an ihm genehmen Revolten und Protesten bezahlt. In einem CNN-Interview im Mai 2014 sagte Soros selbst, er habe eine eigene Stiftung in der Ukraine etabliert. Diese Stiftung sollte letztlich dann zum Umsturz des gewählten Staatschefs und zur Installation einer vom Außenministerium handverlesenen Junta führen. Der deutsch-amerikanische Publizist Engdahl schrieb in seinem Beitrag »Eine kurze Geschichte der Korruption, wenn Milliardäre Politik machen« Folgendes.
Wer mit der Geschichte von Soros Open Society Foundation in Osteuropa und weltweit seit Ende der 1980er Jahre vertraut ist, weiß, dass die angeblich philanthropischen, demokratiefördernden Projekte der 1990er Jahre in Polen, Russland oder der Ukraine den Geschäftsmann Soros in die Lage versetzten, die ehemals kommunistischen Länder buchstäblich zu plündern. Die Berner Zeitung verschweigt auch, was Soros unter der demokratischen Gesellschaft versteht, die er über seine Stiftung für eine offene Gesellschaft, Open Society Foundations sowie unzählige mit ihm verknüpfte Organisationen in der ganzen Welt voranzutreiben versucht. Das Informationsportal Fit for Russland schreibt auf seiner Webseite: Die Tatsache, dass Soros verschiedene NGOs für die Destabilisierung der Lage in den verschiedenen Ländern finanziert, wo die Regierungen nicht bereit sind, in sein Wertesystem eingebettet zu werden, ist kein Geheimnis. Die Soros-Stiftung verbirgt auf ihrer Webseite nicht, dass für die Ziele der demokratischen Entwicklung in den Ländern Osteuropas und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion in den letzten 33 Jahren 1,6 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden. 2,1 Milliarden US-Dollar wurden für Bildungsprojekte, das heißt für die Reform des Bildungswesens ab der Vorschule bis zur Hochschule, ausgegeben. Hier handelt es sich um die Einführung der Sexualerziehung im Rahmen der Gendergleichstellung. Außerdem wurden 2,9 Milliarden US-Dollar für den vorgeblichen Schutz der Menschenrechte, vor allem der Rechte von Randgruppen wie Drogenkonsumenten, Sexarbeitern und der LGBT, Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Community ausgegeben. Unter Demokratisierung versteht Soros also nichts anderes als eine Einbettung in sein Wertesystem. Länder sollen destabilisiert werden, die nicht bereit sind, ihre kulturellen und gesellschaftlichen Werte von außen bestimmen zu lassen. Der ungarische Präsident Viktor Orban beurteilte das Konzept einer Welt ohne Grenzen, welches Soros in aller Welt durchzusetzen versucht, wie folgt: Im besten Fall ist das nur naiv, aber im schlimmsten Fall ist es ein Teil des Planes zur Zerstörung der traditionellen Zivilisationen, Lebensstile, Kulturen und Nationen. Soros besitzt weltweit ein gigantisches Mediennetzwerk. Auch das Projekt Syndicate, zu Deutsch Kartellprojekt, wird von ihm finanziert. Dies ist laut eigenen Angaben eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Prag, in der derzeit über 500 Zeitungen und Zeitschriften aus 150 Ländern mit einer Gesamtauflage von fast 70 Millionen Exemplaren zusammengeschlossen sind. Neben der Süddeutschen Zeitung, Die Welt, Der Standard, gehört auch die Schweizer Tageszeitung Der Bund zu den Mitgliedern des Projekts Syndicate. Der Bund wiederum, wen erstaunt ist, gehört zum selben Verlag wie die Berner Zeitung. Somit ist klar, dass die Soros-freundliche Berichterstattung der Berner Zeitung keineswegs aufgrund neutraler Beobachtung entstanden sein kann. Vielmehr erscheint sie damit selber als Teil der weltweiten Verfilzung der Medienwelt. Demokratiemissionare als Todesengel. Namen und Verbindungen westlicher NGOs im Dienste globaler Kriegstreiber. Bei allen jüngsten Regierungsumstürzen der Welt spielten westliche Nichtregierungsorganisationen neben verschiedenen Geheimdiensten eine zentrale Rolle. Von Serbien über den Irak, Georgien, die Länder des sogenannten Arabischen Frühlings, bis zuletzt in die Ukraine destabilisieren sie als Missionswerke für Demokratie ihre heimgesuchten Länder ganz gezielt. Nichtregierungsorganisationen, zu Englisch Non-Governmental Organizations oder kurz NGOs, sind private Organisationen, die nicht im Auftrag einer Regierung handeln. Zahlreiche westliche Demokratie-Missionswerke coachten in den letzten Jahren im NGO-Gewand die Regierungsgegner unliebsamer Länder, finanzierten Revolutionäre in angeblichen Diktaturen, zettelten Massenaufstände an und ebneten damit den Weg für Kriege, Verwüstung und Tod. Europa bekommt dieses Leid aktuell in Gestalt einer dramatischen Flüchtlingswelle zu spüren. Nichtregierungsorganisationen, wir nennen sie von nun an nur noch NGOs, sind nicht ungefährlicher, nur weil offiziell keine Regierung hinter ihnen steckt. Im Gegenteil,
Die mächtigsten NGOs der Welt agieren in der Machthierarchie sogar deutlich über einzelnen Regierungen. Mit ihnen sind dann weitere Netzwerke von einflussreichen NGOs verfilzt. Diese schmücken sich jeweils gerne damit, völlig regierungsunabhängig und privat tätig zu sein, zum Beispiel als edle Hilfswerke für eine sogenannt offene Zivilgesellschaft in rückständigen Ländern. Doch genau da liegt das Problem. Die mächtigsten Kriegstreiber auf Erden sind längst nicht mehr Staaten und Regierungen, sondern diejenigen privaten Gruppen, die diese Staaten und Regierungen an der Leine führen. Moment, mag man da jetzt denken. In einer Demokratie ist das Volk doch immer der oberste Souverän und über den gewählten Regierungen gibt es keine zusätzlichen Instanzen mehr. Doch das ist ein Irrtum. Die Macht auf Erden wurde in Wirklichkeit längst privatisiert. So zumindest drücken es die renommierten Soziologieprofessoren Hans-Jürgen Krasmansky und George William Domhoff aus. Sie beweisen mit aufwendigen Studien, dass in den USA eine Elite der Hochfinanz real existiert, die in Wirklichkeit über der gewählten demokratischen Regierung agiert. Krasmansky schreibt, die Durchsetzung zentraler politischer Entscheidungen und Strategien sei nicht, wie in der öffentlichen Mythologie propagiert, das Ergebnis parlamentarisch-demokratischer Prozesse, die letztlich vom Wähler, vom Volk souverän ausgehen. In Wirklichkeit bestimme ein anderer Souverän, nämlich diejenigen Gruppen, die über die größte Geldmacht verfügen. Bringen wir darum etwas Licht ins Dunkel, teilen diese privaten Gruppen in 5 Kategorien auf und ordnen die Demokratisierungs-NGOs dabei sauber ein. Erstens Kategorie Hinterzimmer, globalistische Thinktanks. Zweite Kategorie Finanzierung, Training. Dazu gehören die Demokratisierungs-NGOs. Dritte Kategorie rhetorischer Support. Darunter fallen westliche Menschenrechtsstiftungen. Vierte Kategorie internationale Organisationen. Fünfte Kategorie lokale Straßenfront. Das sind die lokalen Handlanger-NGOs, wie wir sie mal nennen. Kategorie 1 beginnen wir ganz oben in der Machthierarchie bei der Kategorie Hinterzimmer. Dort operieren sogenannte Thinktanks, also Denkfabriken, oder nennen wir sie besser Glaubensgemeinschaften. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, wechseln wir nun unsere detaillierte Darstellung. Ein Schema, das uns zeigt, dass es sich bei diesen Thinktanks um private Clubs handelt, in denen die mächtigsten Menschen der Welt, die Spitzen der größten Megakonzerne der Erde und die reichsten Leute aller Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit miteinander verbandelt sind. In diesen Schattenkirchen des Globalismus kommt es ohne jede demokratische Kontrolle und Legitimation zu gewichtigen Absprachen. Diese Absprachen bestimmen nachweislich die großen, angeblich demokratischen Marschrouten in der westlich dominierten Welt. Die mächtigsten Thinktanks der Welt agieren laut Krasmansky weit über einer einzelnen Regierung und lenken dabei selbst den jeweiligen US-Präsidenten. Sehen wir uns einmal an, wer in diesem Club sitzt, und merken uns ihre Namen. Alle diese Informationen sind offenkundig und zum Beispiel bei Wikipedia nachprüfbar. Stand 2015. Das Brookings Institute. Das Brookings Institute gilt als eine der mächtigsten Denkfabriken, englisch Thinktanks, der Welt. Merke, je öfter wir einzelnen Personen, Firmen und Organisationen in dieser Dokumentation noch begegnen werden, desto größer das gelbe Warndreieck unten rechts im dazugehörigen Bild. Die jeweilige Zahl im Warndreieck gibt an, wie häufig die betreffende Person, Institution oder Firma in unserem Schema vertreten ist. Bei Brookings engagierte Banken, Versicherungen und Finanziers. Für ein aufmerksameres Studium der jeweiligen Namen kann die Wiedergabe pausiert werden. Erdölkonzerne, Stiftungen, Rüstung und Industrie, Beispiele für andere Megakonzerne. Weiter zur International Crisis Group. Die ICG gilt als der hauptsächliche Ansprechpartner für westliche Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die EU und die Weltbank, wenn es um Kriegsfragen geht. Bemerkenswerte Vorstände. Man beachte wieder die gelben Warndreiecke. Bemerkenswerte Supporter. Wichtige Berater. Dann das Council on Foreign Relations. Eine Elitegruppe mit 4500 Mitgliedern, gegründet 1921 in New York von den jüdischen Bankiers Paul Warburg, Otto Hermann Kahn und Freunden, publiziert die Zeitschrift Foreign Affairs, welche von der Washington Post als Bibel des außenpolitischen Denkens bezeichnet wird. Big Money, vertreten im Council on Foreign Relations.
Big Oil. Kommunikationsriesen. Pharmagiganten. Rüstungs- und Industriegroßkonzerne. Medienkonglomerate. Lobbyisten und PR-Giganten. Konsumindustrie. Eine kleine Auswahl prominenter Mitglieder. David Rockefeller, George Soros, Mitt Romney, John McCain, George Herbert Walker Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Jimmy Carter, Al Gore, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, der erste Chef aller 17 US-amerikanischen Geheimdienste zusammen, John Negroponte, die Präsidentin der Fed, Janet Yellen, der Chef von Goldman Sachs, Lyotse Blankfein, ABC News Präsident, Benjamin Sherwood, der Gründer und CEO von News Corp und Fox News, Rupert Murdoch, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, der 11. Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, der Präsident von Time Warner, Jeffrey Berkes, oberste US-Richter wie John Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, höchste Generäle und Geheimdienstchefs der USA wie Stanley A. McChrystal, David Petraeus, John R. Allen, der Filmproduzent Lawrence Bender, die Filmstars Angelina Jolie und George Clooney. Auch US-Präsidentschaftskandidaten, die sich im Wahlkampf als Rivalen inszenieren, weisen oft beide Verbindungen zum CFR auf, wie etwa Barack Obama und Mitt Romney. Um zu verstehen, welche Machtfülle das CFR besitzt, muss man wissen, dass sowohl die Ideen als auch die Entwürfe für die Projekte UNO, NATO, Weltbank, IWF und Marshallplan direkt in den Hinterzimmern dieser Glaubensgemeinschaft entstanden, was man in jedem guten Lexikon auch nachprüfen kann. Egal wie neutral und global sich diese internationalen Organisationen also gerne darstellen mögen, sie sind in Wirklichkeit nichts anderes als Ausgeburten der Mächtigen von Kategorie 1. Fazit: Bei so viel Machtkonzentration in einem einzigen privaten Eliteclub muss es dem Souverän, das heißt dem Volk, schwindlig werden. Der Soziologieprofessor George William Domhoff von der University of California sagte, dass die Wichtigkeit dieser Vereinigung des CFR für das Verständnis der Grundmotive und der Grundlinien amerikanischer Weltpolitik kaum hoch genug veranschlagt werden kann. Weiter sagte er, dass die allermeisten Bürger nicht einmal eine Ahnung von der Existenz eines solchen Gremiums haben. Nun zum Chatham House. Das Chatham House ist die britische Partnersekte des amerikanischen CFR und zählt 75 Großkonzerne und 2770 Einzelpersonen als Mitglieder. Es steht unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II. Seine wichtigsten Schlüsselprojekte werden von der Rockefeller Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Konrad-Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert. Die vom Chatham House publizierten Zeitschriften International Affairs und The World Today zählen zu den führenden Fachorganen der internationalen Politik. Big Money und Big Oil. Medien. Konsumindustrie. Stiftungen. Kommunikationsriesen. Übrige Industriezweige. Pharmagiganten. Das Chatham House glänzt nicht durch Transparenz. Die sogenannte Chatham House Rule, eine Verschwiegenheitsklausel, die auch auf den untergeordneten Bilderberger Konferenzen und beim vorhin genannten Council on Foreign Relations gilt, besagt, dass die Teilnehmer keine Namen und Identitäten zu internen Absprachen nennen dürfen. Zusammenfassend für Kategorie 1 wollen wir nochmal den emeritierten Professor für Soziologie an der Uni Münster, Hans-Jürgen Grismanski, zu Wort kommen lassen. Diese Policy Discussion Groups, Think Tanks, stellen die machtpolitischen Kerne des Einflusssystems der Geld- und Machteliten dar. Letztendlich sei auf diese Weise sichergestellt, dass nur Regelungen und Gesetze der ursprünglichen Auftraggeber realisiert werden. Mächtige Thinktanks bestimmen also die großen Leitlinien der westlichen Politik und ihre Filialen in Deutschland, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke. Dort sind Leute wie Angela Merkel, Joachim Gauck, der ZDF-Moderator Klaus Kleber und so weiter angedockt. Oder die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik setzen diese Vorgaben von oben dann willig und in vorauseilendem Gehorsam um. Doch gibt es eben Länder, die bei diesem Spiel nicht ganz so willig mitmachen, wie es Deutschland so vorbildlich tut. Diesen Ländern wird dann, wenn nötig, etwas blutige Nachhilfe in Sachen Demokratie gegeben. Dies wird dann aber von den angeblich wohltätigen NGOs der Kategorie 2, Finanzierung und Training, eingefädelt. Kategorie 2. Wir beginnen mit dem Beispiel der Open Society Foundations.
Das ist ein ganzer Verband von NGOs unter dem Patronat von George Soros, Geburtsname gemäß Wikipedia Georg Schwarz. Seine NGOs organisierten und überwachten schon 2003 die georgische Rosenrevolution, die zur Machtübergabe an den US-Günstling Mikhail Saakashvili führte. Die Orangene Revolution 2004 in der Ukraine wurde ebenfalls durch Soros-Stiftungen finanziert. Schon 2011 warnte der russische TV-Sender RT davor, dass Soros einen bevorstehenden Putsch in der Ukraine finanziere und ein libysches Szenario vorbereitet habe, was 2014 mit dem Euromaidan auch eintraf. Seine Stiftungen bereiten den Boden für kommende Unruhen in verschiedenen Ländern auf alle erdenklichen Arten und Weisen vor. Als Beispiel kam kürzlich ans Licht, dass die mazedonischen Studenten $1,500 für Umsturzvorschläge bezahlten. Soros finanziert auch das NED mit, womit wir gerade bei der nächsten Stiftung der Kategorie 2 Finanzierung und Training wären. Das National Endowment for Democracy, NED. Das NED fördert über 1000 Projekte mit sogenannten demokratischen Zielen in über 90 Ländern. Bei praktisch jedem Regierungsumsturz der jüngsten Zeit findet man seine Handschrift. Die Führungsriege des NED ist gespickt mit Mitgliedern des CFR und Vertretern der Megakonzerne, die auch in den anderen großen Thinktanks sitzen. Der NED-Gründer Alan Weinstein sagte es offen heraus. Eine Menge von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan. Selbst die New York Times musste in einem Randartikel einräumen, dass das NED den arabischen Frühling maßgeblich orchestrierte. Movements.org. Das ist eine auf Jugendkrawalle spezialisierte Demokratisierungs-NGO, die zum Beispiel die ägyptische Jugendbewegung des 6. April von einer kleinen unwichtigen Facebook-Gruppe zu der führenden Bewegung der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 aufbaute. Sie wird finanziert vom selben Konglomerat von Großkonzernen, das auch in den obersten Thinktanks vertreten ist. Zum Beispiel Google, Facebook, CBC News, MSNBC, Pepsi und so weiter. Überdies ist Movements.org auch direkt mit dem US-Außenministerium verbandelt. Weitere Beispiele für NGOs in der Kategorie 2 Finanzierung und Training: Ford Foundation, Oak Foundation, Secret Rising Trust, Rockefeller Foundation. Die NGOs der Kategorie 2 finanzieren und trainieren dann die lokale Straßenfront, also die Kategorie 5. Das sind kleine Hinterhof-Protestgruppen in Ländern mit unliebsamer Regierung, die je nach Bedarf zu medialen Helden der Freiheit und der Demokratie hochstilisiert werden. Beispiele dafür sind Gruppen wie, wir kommen zu Kategorie 5, Otpork Canvas in Serbien. Inszenierte den Sturz der serbischen Regierung im Jahr 2000. Canvas, die Nachfolgeorganisation von Otpor, unterstützt mit US-Finanzierung bis heute sogenannte Farbenrevolutionen in aller Welt. Open Ukraine. Das Beispiel in der Ukraine. Die einst unbedeutende ukrainische NGO des heutigen ukrainischen Ministerpräsidenten Arseniy Yatsenyuk war maßgeblich am Sturz der ukrainischen Regierung 2014 beteiligt. Sie wurde direkt vom NED und dem Chatham House finanziert, wie man auf deren Webseite öffentlich einsehen konnte. Die bereits genannte Jugendbewegung des 6. April als Beispiel für Ägypten gehörte zu den gefeierten Helden der Revolution in Ägypten 2011. Weitere Beispiele von lokalen Handlanger-NGOs sind Free Malaysia Today, Brachatai, Pussy Riot, Open Russia, Demokratische Alternative Da, Arab Commission for Human Rights, Bahrain Center for Human Rights, die junge Revolutionsführerin Ensarkadi als Beispiel für Jemen, die Nationale Front für die Rettung Libyens und so weiter. Fast jedes Land der Welt beherbergt solche lokalen Missionsstationen. Nebenbei bemerkt, Russland begann in den letzten Jahren, diese von Globalisten finanzierten Unterwanderungs-NGOs einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Die westlichen Medien versuchen dies nun als großen Beweis dafür zu verkaufen, dass Putins Russland immer totalitärer wird. Allerdings gilt in den USA und in Israel dieselbe Bewilligungspflicht für ausländisch finanzierte NGOs schon seit Jahrzehnten. Und da wären wir auch bereits bei der Rhetorikabteilung angekommen. Unterstützt wird die lokale Straßenfront nämlich bei ihrem Treiben jeweils tatkräftig von der Rhetorikabteilung, die sie wahlweise heilig spricht, ihr die nötigen Auszeichnungen verleiht oder die mediale Hysterie in die gewünschte Richtung lenkt. Zur Kategorie rhetorischer Support gehören NGOs wie Kategorie 3, Human Rights Watch, wird ebenfalls von George Soros finanziert.
Über 100 Akademiker aus aller Welt kritisierten im Mai 2014 in einem offenen Brief die Verfilzung von Human Rights Watch mit der CIA und hohen US-Regierungskreisen und deren Hintermännern. Ärzte ohne Grenzen, MSF. Ein Beispiel, die vom MSF hochgespielte humanitäre Krise, welche die Begründung für die NATO-Bomben auf Belgrad im Kosovo-Konflikt war, konnte durch spätere Untersuchungen nie beglaubigt werden. Die USA haben sich inzwischen im Kosovo aber eine enorme Militärbasis aufgebaut. Ein weiteres Beispiel, Amnesty International. Hier die Verbindung von Amnesty zum Beispiel zum Chatham House. Ein früheres Vorstandsmitglied von Amnesty USA, Professor Francis Boyle, warnt davor, dass Amnesty International und Amnesty USA imperialistische Werkzeuge seien. Beispielsweise veröffentlichte Amnesty International im Dezember 1990 die sogenannte Brutkastenlüge, die den ersten Irakkrieg legitimierte. Dann Reporter ohne Grenzen. Wird auch vom NED, Soros und so weiter finanziert. Die Auswahl der in Sachen Pressefreiheit angeprangerten Länder orientiert sich eigentlich stets 1:1 an der schwarzen Liste des US-Außenministeriums. Die USA selber und ihre Verbündeten müssen aber keine fundamentale Kritik befürchten. So zum Beispiel wurde die Tötung von 16 Mitarbeitern der jugoslawischen Fernsehstation RTS durch einen NATO-Luftangriff im April 1999 im Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen nicht einmal erwähnt. Dann ein Beispiel für eine Organisation, die ihren eigenen Schöpfern die benötigten Auszeichnungen verleiht, die IWMF. Das ist die Internationale Frauenmedienstiftung, ein Club, der unter dem Vorwand, mutige Journalistinnen auszuzeichnen, Volksverhetzung in unliebsamen Ländern finanziert und fördert. Hier leisten wir uns abschließend noch einmal einen genaueren Blick auf die beteiligten Firmen und Organisationen, denn wir kennen sie bereits. Fazit: Die Frage, wie viel Regierung hinter einer NGO steckt, scheint angesichts dieser immer gleichen privaten Namen geradezu belanglos zu werden. Die Frage, wie viel private Macht hinter einer Regierung steckt, ist heute die eigentlich zentrale geworden. Wie wir nun aufgezeigt haben, existieren völlig private Glaubensgemeinschaften, in denen sich die reichsten und mächtigsten Leute der Welt tummeln, über das Schicksal ganzer Nationen, über Krieg und Frieden auf unserer Welt verfügen, als wäre das ein Spiel. Während sie selbst in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, hinterlässt ihre Heilslehre der Demokratie ganze Länder in Schutt und Asche. Unsere Aufzählung beansprucht allerdings keinerlei Vollständigkeit und lebt davon, ergänzt zu werden. Helfen Sie uns dabei mit. Merken Sie sich auch die in dieser Sendung genannten Namen und Firmen. Sie werden dadurch einen ganz anderen Blick auf die tägliche Berichterstattung erhalten. Abschließend bleibt noch eine Frage offen. Welche Personen geben bei fragwürdigen Hinterzimmer-Thinktanks wie dem Brookings Institute, der International Crisis Group, dem Council on Foreign Relations oder dem Chatham House intern wirklich den Ton an? Denn jede Kirche hat ihr Oberhaupt und jede Sekte ihren Boss. Die Welt hat ein Recht darauf, ihre exakten Namen durch solide Quellen belegt zu erfahren. Insider- und Aussteigerberichte sind hierzu gefragt. Melden Sie sich bei uns.